Leidenschaft, die sich hinter Masken verbirgt. Schönheit, Geheimnis und rauschende Feste. Prunk und Glanz höfischer Prachtentfaltung. Es ist das Lebensgefühl einer Epoche, die man Rokoko nennt. Eine Zeit, in der man es mit Eleganz weit bringen kann. In der man höchsten Einfluss gewinnt, wenn man zu beeindrucken versteht. Mit Alchemie, mit Schmeichelei, mit geschäftlicher Raffinesse. Der Mann, der ständig auf der Flucht ist, den die Geheimpolizei verfolgt, der aber immer wieder aus den Fängen der Macht entkommen kann. Der Mann, der als der größte Verführer aller Zeiten gilt. Im Alter zieht er Bilanz. Während Revolutionen und Kriege die alte Ordnung Europas zerstören, schreibt er ein monumentales Werk, die Geschichte meines Lebens. Er ist der letzte Zeuge einer sinnlichen Epoche im Untergang. Was ist das Geheimnis seiner Verführungskunst und seiner Kunst zu überleben? Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, der berühmteste Venezianer. Was hat dieser Mann, was andere nicht haben? Ein Lebenskünstler und Draufgänger, ein brillanter Unterhalter, ein Freigeist, der die Liebe zwischen Mann und Frau revolutioniert. Als Frauenheld ist er bis heute ein Mythos. Berühmt geworden ist er durch seine Memoiren. 12 Jahre lang schreibt er daran, um seine Einsamkeit im Alter zu mildern. Auf über 3000 Seiten schildert er sein dramatisches Leben. Keiner hat seine Zeit so detailliert beschrieben wie er. Keiner sein Leben so lustvoll literarisch inszeniert. Und keiner hat so intensiv geliebt. Am Ende bleibt ihm nur die Erinnerung. Sein Leben beginnt in Venedig im Jahre 1725. Er ist erst 8 Jahre alt, als der Vater stirbt. Die Mutter ist Schauspielerin, begehrt und glamourös, gefeiert auf den Bühnen Europas. Aber auch sie wird ihm fehlen, denn ständig ist sie auf Tournee und lässt den kleinen Giacomo in Venedig zurück. Venedig, die uralte Lagunenstadt, sie wird ihn prägen. So wie auch die Großmutter, die den kränklichen Jungen nur mühsam am Leben hält. Ständiges Nasenbluten schwächt den kindlichen Körper. Schließlich weiß die Großmutter nur noch einen Rat. Casanovas erste Erinnerung. Ein traumatisches Erlebnis. Meine Großmutter hieß mich in eine Gondel steigen und brachte mich zur Insel Murano. Dort erwartet uns eine Hexe. Die Hexe öffnet eine Kiste, legt mich hinein und sagt, ich solle keine Angst haben, was mir natürlich erst recht Angst macht. Ich blute immer noch. Ich höre abwechselnd Lachen, Weinen, Singen, Schreien und an die Kiste klopfen. Endlich holen sie mich aus der Kiste hervor. Mein Blut ist gestillt. Die Hexe prophezeit mir den Besuch einer Fee in der kommenden Nacht. Ich dürfe mit niemandem über dies alles reden, sonst sei ich des Todes. Es ist für Casanova eine Art Initiationsritual, eine Art zweiter Geburt. Er war bei dieser Hexe, die er sicherlich als heilendes Wesen erlebt hat. Und ja, ich denke, es hat auch sein Bild von Frauen sehr stark geprägt. Es hat ihn dahingehend geprägt, dass er erfahren hat, man muss keine Angst vor Frauen haben. Aber es hat ihn natürlich auch in der Hinsicht geprägt, dass er erfahren hat, Menschen sind manipulierbar. Er ist zum ersten Mal selbst manipuliert worden. Und er hat erfahren, Menschen sind leichtgläubig. Und das hat er für seinen späteren Lebensweg natürlich mitgenommen. Der Junge ist geheilt. Spielerisch entwickelt er seine Fähigkeiten. In kürzester Zeit lernt er lesen und schreiben. Seine Großmutter finanziert ihm eine klassische Ausbildung in der Universitätsstadt Padua. Er ist äußerst begabt und wissbegierig. Auch das Geigenspiel lernt er früh und das Improvisieren. Doch im Hause seines Lehrers gibt es noch etwas, was Casanova fasziniert. Mein Lehrer hatte eine jüngere Schwester, Bettina,
Sie gefiel mir sofort, ohne dass ich wusste, warum. Sie schleuderte in mein Herz die Funken einer Leidenschaft, die in der Folge meine Herrschende wurde. Nun, Casanova verliebt sich das erste Mal unsterblich in die 4 Jahre ältere Bettina. Aber Bettina weist ihn zurück. Sie hat schon einen Liebhaber. Sicherlich eine große Enttäuschung für Casanova, aber andererseits zeigt sich hier auch die große Anhänglichkeit, denn als sie an Pocken erkrankt, pflegt er sie liebevoll und 50 Jahre später sitzt er an ihrem Sterbebett und zeigt sich, Casanova wird nicht nur der Verführer, sondern eben er ist anhänglich, er ist liebevoll. Venedig 1742. Die Heimatstadt wird die erste große Bühne für den jetzt hochgebildeten jungen Mann, der vom Studium in Padua zurückkehrt. Er schlägt die kirchliche Laufbahn ein. Es ist die einzige Chance für ein Kind armer Schauspieler, wirklich aufzusteigen. Und er zeigt großes Talent bei seiner ersten Predigt. Casanova begeistert. Es landen sogar Liebesbriefchen verzückter Damen im Klingelbeutel. Casanova genießt die Protektion eines reichen Gönners, des Senators Alvise Gasparo Malipiero, eines Vertrauten seiner Mutter. Der residiert in einem der ältesten Paläste am Canal Grande. Dort erhält der junge Casanova die Gelegenheit, Umgangsformen zu lernen und seine Verführungskünste auszuprobieren. Dabei wird er sich das erste Mal so richtig ins Unglück stürzen. Er verliebt sich ausgerechnet in die Geliebte seines alternden Gönners. In seinen Memoiren nennt er es anatomische Erkundungen am Körper des Mädchens. Aber dem Hausherrn ist so viel medizinisches Interesse gar nicht geheuer. Der Rauswurf durch seinen Gönner macht Casanova mittellos. Doch für seine Leidenschaft wird er immer wieder alles aufs Spiel setzen. Venedig muss er verlassen und woanders sein Glück versuchen. Ich habe immer auf die göttliche Vorsehung vertraut, sagt er rückblickend. Er teilt die Kutsche mit einem Advokaten, der geschäftlich unterwegs ist, nach Rom. Die Frau des Advokaten, Lucrezia, gefällt ihm. Eine Reise mit der Kutsche bietet den Passagieren viele Möglichkeiten, einander näher zu kommen. Was als Techtelmechtel auf der Reise beginnt, wird zu einer großen Liebe Casanovas werden. Rom, die heilige Stadt, Machtzentrum der größten Glaubensgemeinschaft der Welt. Es gelingt Casanova sogar, beim Papst vorgelassen zu werden, mit der Hoffnung auf eine Anstellung und mit einer außergewöhnlichen Bitte. Ich bat den Papst um die Erlaubnis, alle verbotenen Bücher zu lesen. Er gab sie mir, mit seinem Segen. Casanova wird Sekretär des mächtigen Kirchenmannes Acquaviva, allerdings ohne sich an die damit verbundenen Regeln zu halten. Für die frisch entbrannte Liebe zu Lucrezia ist Casanova schon wieder bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Dieses Mal die vielversprechende Karriere im Vatikan. Es ist eine äußerst pikante Liaison, denn auch mit dem Advokaten hat er sich angefreundet, obgleich der ahnt, dass Casanova seiner Frau den Hof macht. Casanova wird ständiger Begleiter der Familie. Während der geselligen Ausflüge aufs Land findet er manche Gelegenheit, sich mit seiner Angebeteten unauffällig abseits zu begeben. 9 Monate später bekommt sie ein Kind. Von ihrem Mann oder von Giacomo Casanova? Die Tochter wird auf den Namen Giacomina getauft. Casanova hat den Bogen überspannt. Nicht nur mit seiner Liebe zu Lucrezia. Er wird jetzt zudem verdächtigt, die Geliebte eines Kardinals verführt zu haben. Ein Skandal. Das Aus für die große kirchliche Laufbahn.
dass er Rom verlassen hat, sehe ich als eine taktisch-strategische Entscheidung, weil ihm möglicherweise klar war, dass er in zu fixe Gleise gerät. Also, dass ihm die kirchliche Laufbahn zu ein enges Korsett gewesen wäre, um eigentlich seinen Freiheitsdrang, sein Lustprinzip leben zu können. Frühjahr 1746. Casanova geht zurück nach Venedig. Ohne Geld, ohne Freunde. Als einfacher Geiger im Theater und in Salons schlägt er sich durch. Und wieder ist es ein Zufall, den er zu nutzen weiß. Ein Moment, der sein Leben radikal verändern wird. Im Vorbeigehen verliert ein reicher Venezianer einen Brief. Casanova läuft dem Fremden nach. Als der Mann plötzlich zusammenbricht, wittert Casanova seine Chance. Er eilt ihm zu Hilfe und wacht tagelang an seinem Krankenbett. Jetzt maßt er sich sogar die Rolle des Leibarztes an. Mit Erfolg. Denn der Patient sieht in Casanova seinen Lebensretter und öffnet ihm in Dankbarkeit sein Haus. Der reiche Fremde ist kein geringerer als der Senator Matteo Bragadin. Er entstammt einer der ältesten Familien Venedigs. Bragadin macht ihn bekannt mit seinen vermögenden Freunden, zwei Junggesellen, deren Neigungen für Geheimwissenschaften Casanova zu bedienen weiß. Er beeindruckt die Herren durch sein gewandtes Auftreten, seine außerordentliche Bildung und die Aura des Eingeweihten, die er verbreitet. Elemente seiner Verführungskunst, nicht nur bei Frauen. Sie sind an Casanovas Ausführungen zur Alchemie und Astrologie interessiert, aber merken nicht, dass er ein raffinierter Blender ist. Der Improvisationskünstler ist voller Ideen und hat immer eine Formel oder ein Horoskop bereit, was seine neuen Freunde inspiriert. Casanova hat einen sechsten Sinn, die Wünsche der anderen Menschen antizipieren zu können. Also Casanova gibt den anderen ein Selbstgefühl, als hätten sie es gedacht, was er ihnen vorschlägt. Casanovas Plan geht auf. Sein Gönner Bragadin stattet ihn aus mit einer Luxusgondel, einem Diener und einer großzügigen Leibrente. Aber da gibt es die Neider, die in ihm einen Erbschleicher sehen wollen. Und in Venedig wird es Verleumdern leicht gemacht. Überall gibt es Briefkästen mit der Aufschrift für geheime Denunziationen. Die Inquisition ist allgegenwärtig. Es ist der beste Geheimdienst der damaligen Zeit. Und Casanova wird ihr Opfer. Noch im hohen Alter erinnert er sich, dass man ihm damals Leichenschändung vorwarf. Mir wurde eine Frist von 24 Stunden gewährt. Danach drohte die Verhaftung. Unter diesen Umständen meinte Signor Bragadin, ich solle dem Unwetter besser ausweichen. Alles regelt sich in Venedig, wenn die Stadt eine Geschichte einmal vergessen hat. Und Casanova weicht aus, nach Paris. In einer Herberge begegnet ihm ein mysteriöser Soldat, der sich ihm als Frau zu erkennen gibt. Für Casanova eine Herausforderung, ihr Rollenspiel zu ergründen. Sie lässt sich verführen, aber ihr Geheimnis behält sie für sich. Noch nie war er einer Frau begegnet, die Geist und Sinnlichkeit so leidenschaftlich miteinander verband. Sie fühlen sich seelenverwandt. Casanova weiß nichts über ihre Herkunft, aber er ahnt, dass sie aus vornehmem Haus stammen muss. Die Soldatenuniform legt sie ab, aber es ist ihr wichtig, inkognito zu bleiben. Von Casanova lässt sie sich Henriette nennen. Groß ist ihre Angst, entdeckt zu werden. Den Grund dafür verschweigt sie ihrem neuen Liebhaber. Die schöne Unbekannte wird die große Liebe seines Lebens. Ich verbrachte 3 Monate mit ihr in der gleichen Verliebtheit und war immer glücklich dabei. Bis zu dem Tag, an dem Casanova wünscht, sie stolz zu präsentieren.
zunächst ein voller Erfolg. Die schöne Eroberung wird allgemein bewundert. Doch sie befürchtet, von einem der Anwesenden erkannt zu werden, der um ihr Geheimnis weiß. Sie ist Angehörige einer französischen Adelsfamilie und vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen. Ihre Flucht ist ein Skandal, der sich im ganzen Land herumgesprochen hat. Sie ist eine ungewöhnlich emanzipierte Frau für die damalige Zeit. Casanova wird klar, dass er sie verlieren wird. Mit ihrem Auftritt fordert sie ihr Schicksal heraus. Und so kommt es. Sie wird erkannt und entscheidet sich, zu ihrer Familie zurückzukehren. In eine Fensterscheibe ritzt sie die Abschiedsworte: Du wirst auch Henriette vergessen. Nein, ich habe sie nicht vergessen. Und es ist stets Balsam für mein Herz, wenn ich mich an sie erinnere. Wenn ich bedenke, dass ich jetzt im Greisenalter mein Glück vor allem in der lebendigen Erinnerung finde, dann stelle ich fest, dass mein langes Leben mir wohl mehr Glück als Unglück gebracht hat. Wie seltsam ist doch die Liebe. Sie ist eine Art Wahnsinn, über welche die Philosophie keine Macht besitzt. Eine Krankheit, die die Menschen in jeder Lebenszeit befallen kann und die unheilbar ist, wenn sie einen im Alter überfällt. Henriette war Casanovas große Liebe. Er fand bei ihr diese, ja, vielleicht seltene Verbindung zwischen Geist und Körper. Genießen können und denken können. Und ihm war es sehr, sehr wichtig, dass eine Frau genießen kann, konnte, sie das erlaubt hat. Weil er wollte die Frauen zufriedenstellen. Er wollte sie fast beglücken. Und er wusste, wie. Und das hat er körperlich und emotional hingekriegt. Und das machte ihn zu einem ganz, ganz besonderen Mann. Und ich glaube, vielleicht zu dem, wonach wir heute alle suchen. Paris ist damals die kulturelle Hauptstadt Europas. Hier versammelt sich die geistige und künstlerische Elite der Epoche, um sich bei den ausschweifenden Festen am Hof Ludwigs des 15. zu präsentieren. Paris ist aber auch die Hauptstadt käuflicher Liebe. Die Moralvorstellungen der adligen Gesellschaft im 18. Jahrhundert sind flexibel. Der Liebesakt besitzt damals kaum eine größere Bedeutung als Essen und Trinken. Man schläft miteinander und geht auseinander ohne Verpflichtung. Einmal erinnert Casanova eine Dame an die Nacht, die sie kurz zuvor miteinander verbracht hatten. Die zeigt sich verwundert. Ich erinnere mich sehr gut an sie. Aber eine Torheit gibt noch nicht das Recht, einander zu kennen. Heute ist es Frauen immer so wichtig. Erst Emotionen und Verliebtsein und Liebe und dann kann man doch Sex haben. Während damals in Casanovas Zeit, es war so ein bisschen lockerer vielleicht, nicht so schambesetzt, da war es erlaubt. Riechen, schmecken, Sex haben, einfach um des Sexes willen. Und Casanova hat das sogar zu so, man könnte sagen, zu einer Kunstform erhoben und das noch mit Gefühl. Jetzt aber hat Casanova das Gefühl, etwas zu verpassen. Paris hat er für sich erobert. Doch nach 2 Jahren voller Ausschweifungen zieht es den Italiener wieder nach Hause. Nach Venedig, seinem Sehnsuchtsort. Muss er noch mit einer Verfolgung durch die Geheimpolizei rechnen? Sein alter Gönner Bragadin beruhigt ihn, der Fall sei verjährt. Doch Casanova ist bei den Neidern nicht in Vergessenheit geraten. Ein Spitzel wird auf ihn angesetzt. Dessen Berichte sind bis heute erhalten und geben amtliche Auskunft über Casanovas Umtriebe. Darin heißt es, dass er Spieler sei und viele Ausländer kenne, dass er im Hause vieler Mädchen, verheirateter Frauen und Frauen anderer Art verkehre, und dass es immer seine Art gewesen sei, auf Kosten anderer zu leben und leichtgläubige Leute auf seine Seite zu bringen. Dass Casanova jene, die an Jesus Christus glauben, für schwachsinnig hält.
Wenn man ihn näher kennenlernt, so sieht man in ihm den Unglauben, die Lüge, die Unzucht und die Wollust in einer Weise vereinigt, die Abscheu erregt. Soweit der Bericht des Spitzels. Anschuldigungen, die völlig aus der Luft gegriffen sind? Vielleicht nicht, denn er sagt selbst von sich, es gab in Venedig keinen schlimmeren Wüstling als mich. Und als ob er den Beweis dafür antreten möchte, er verliebt sich in die schöne CC. Ihren wahren Namen gibt er in den Memoiren nicht preis. Er verspricht ihr die Ehe. Als der Vater davon erfährt, sperrt er sie in ein Kloster. Eine damals beliebte Methode, seine jungfräulichen Töchter in Sicherheit zu bringen. Was vielen Töchtern allerdings erst die Gelegenheit verschafft, zu erotischen Abenteuern fernab der Familie, so auch CC. Die von ihrer Freundin verführt wird, deren Liebhaber ein pikantes Schauspiel zu bieten. Der ist kein geringerer als François de Berny, Botschafter Frankreichs in Venedig. Die geheimen Treffen finden außerhalb des Klosters in der Luxusvilla des Botschafters statt. Für Casanova eine gute Verbindung, die sich später einmal auszahlen wird. Den Bürgern Venedigs ist es streng verboten, mit ausländischen Diplomaten zu verkehren, aber Casanova und der Franzose ignorieren das Gesetz. Casanova fühlt sich unantastbar. Glaubt er wirklich, dass die Geheimpolizei ihm nicht auf die Schliche kommen wird? Die Berichte des Spitzels über Casanovas Umtriebe liefern dem Staatsinquisitor genug belastendes Material. Casanovas Freiheitsanspruch war von der Intuition der Unantastbarkeit getragen, nicht? Dass er sich immer eine Zwischenwelt fantasiert hat, dass der Gedanke, dass ihn die Inquisition je erreichen könnte, überhaupt nicht existent war in seinen Vorstellungen. Und dass das aber ein verdrängtes Risiko war, das ihn andererseits stimuliert hat. Ist es die Freude daran, das Spiel bis zuletzt auszureizen? Es ist der Wesenszug, der ihn zum großen Verführer macht, aber auch zum Opfer seiner selbst, seiner Selbstüberschätzung. Am Morgen des 26. Juli 1755 überreicht ihm der Polizeipräsident persönlich die Vorladung, die Casanovas Leben schlagartig ändert wird. Aber noch nicht einmal jetzt erkennt er den Ernst seiner Lage. Zum Mittag wird er bestimmt vom Verhör zurück sein. Er glaubt, seine Beredsamkeit werde ihn auch aus dieser bedrohlichen Situation befreien. Ein fataler Irrtum. Man sperrt ihn in das Gefängnis im Dachstuhl des Dogenpalastes, die berüchtigten Bleikammern. So genannt, weil das Dach mit Bleiplatten gedeckt ist. Bitterkalt im Winter, im Sommer unerträglich heiß. Zwar gewährt man dem prominenten Häftling kleine Annehmlichkeiten, Seife, Bücher, Schreibzeug, sogar etwas Wein. Und mit ein paar Zechinen lässt sich sogar der Gefängniswärter freundlich stimmen. Aber die härteste Strafe für Casanova ist die Langeweile und die Einsamkeit und die Ungewissheit, ob er diesen Verschlag jemals lebend verlassen wird. Sie heißen zwar Bleikammern, aber die Decken der Zellen sind aus Holz. Mit einem fingerdicken Eisensplint kratzt er sich monatelang durch die Balken. Hartnäckigkeit ist auch eine Eigenschaft des Verführers. Der Ausbruch ist clever geplant. Casanova nutzt den frühen Morgen an Allerheiligen zur Flucht. Denn er weiß, der Gefängniswärter wird an diesem Festtag seinen Rausch ausschlafen. In seinen Seidenkleidern kann er sich im Dogenpalast als übrig gebliebener Festgast ausgeben. Tatsächlich öffnet ihm der Nachtwächter bereitwillig die Tür. Nach 15 Monaten ist er endlich frei. Aber seine geliebte Heimatstadt muss er verlassen. Und er wird sie lange nicht wiedersehen.
Für Casanova war es im Grunde das Schlimmste, was ihm passieren konnte, dass er für fast 2 Jahrzehnte aus der Stadt verbannt wurde. Casanova hat Venedig eine Rabenmutter genannt, aber trotzdem hat er sich immer wieder zurückgesehnt und hat alles getan, um wieder zurück nach Venedig zu kommen, um diese wunderbare Stadt und diese Verbindung von Wasser und Meer und von Schönheit und Tradition wieder erleben zu können. Casanova flieht erneut nach Paris. Hier hat er alte Bekannte. Das unbeschwerte Leben in den Gärten der Stadt hat sich kaum verändert. Ganz so wie früher, wie vor 5 Jahren. Für den entflohenen Sträfling ist die Rückkehr ein Triumph. Eine alte Freundin, Silvia Balletti, die berühmteste Schauspielerin Frankreichs, hatte Casanova schon bei seinem ersten Besuch in die High Society der Stadt eingeführt. Casanova ist ein willkommener Unterhalter in einer Gesellschaft, der Vergnügen und Intrigen einziger Lebensinhalt sind. Mit der Geschichte seines spektakulären Ausbruchs kann er seine Zuhörer stundenlang fesseln. Er sei der Einzige, dem es je gelungen sei, aus den furchtbaren Bleikammern zu fliehen. Er hat immer von dieser Flucht aus den Bleikammern erzählen können. Man hat ihn aufgefordert, erzähl doch mal, wie das alles war. Und er konnte sich stilisieren, er konnte sich sozusagen erfinden als der aufgeklärte Mensch, dem es gelungen war, aus dem Gefängnis zu fliehen und die Staatsinquisition zu überwinden. Aber so spannend die Geschichten auch sind, die Casanova erzählt, sie machen nicht reich. Und Casanova hat das gleiche Problem wie der französische König. Geldmangel. Aber er hat eine Idee. Und wieder auch den richtigen Mann am richtigen Ort. Der Botschafter, mit dem er einst Nonnen in Venedig verführte, ist jetzt Außenminister am Hofe von Versailles. Casanovas Idee ist ebenso halbseiden wie genial. Und er erhält die Gelegenheit, sie den Ministern am Hofe Ludwigs des 15. vorzutragen. Seine Geldmaschine beruht auf einem todsicheren Prinzip, dem Prinzip Hoffnung. Mit der Hoffnung auf Gewinn könne man Hunderttausende von Untertanen dazu bringen, freiwillig die Staatskasse zu füllen. Man müsse ihnen nur weismachen, dass ein Lotterielos die Chance ihres Lebens sei. Er habe eine Wahrscheinlichkeitsrechnung erstellt, die zeige, wie der Staat beim Glücksspiel nur gewinnen könne. Das Konzept überzeugt. Mit Hoffnung und Glaube lässt sich schon immer gut verführen. Was Casanova verschweigt, die Idee zur Lotterie kennt er aus Genua und den Gewinnplan hat er von einem italienischen Mathematiker kopiert. Noch heute gilt Casanova als Erfinder der französischen Staatslotterie. Er selbst verdient Millionen damit. Sein Erfolg macht ihn beliebt bei den Mächtigen des Landes. Und die mächtigste Person Frankreichs ist eine Frau, Madame Pompadour. Sie ist die Mätresse Ludwigs des 15. und hat eine eigene Ballettkompanie als Reservoir für immer neue Gespielinnen des Königs. Sie hat aber auch weitreichende politische Pläne. Casanova bietet sich Madame Pompadour als Vermittler für ihre ehrgeizigen Projekte an. Die Pompadour bestimmt mit einer Mischung aus Machtbewusstsein, Geschäftssinn und Erotik ganz wesentlich die Politik. Casanova, dem Meister so vieler Rollen, kommt dies entgegen. Er hofft, auch sie für sich zu gewinnen. Casanova war ein Meister der psychischen Spiegelungen. Daher war die Begegnung Casanovas mit der Pompadour eine Herausforderung für ihn, einerseits einer begehrenswerten Dame gegenüberzustehen und andererseits sich anzubieten als ein Vermittler in einer hochbrisanten Sache für sie. Und diese Doppeldeutigkeit, diese Ambiguität, dieses Parallelweltengehen, war für die Zeit sozusagen entscheidend. Man hat noch nicht das Ich mit dem Über-Ich und dem Schuldgefühl. Man lebt amoralisch, aber nicht unmoralisch.
Die Epoche scheint wie gemacht für Verführer und Scharlatane. Casanovas nächster Coup ist eine Inszenierung in der Welt des Aberglaubens. Er macht sich an die damals reichste Frau Frankreichs heran, die Marquise d'Urfé. Sie ist bekannt für ihr leidenschaftliches Interesse an esoterischem Wissen. Dafür hat sie ihr eigenes Alchemistenlabor. Der Hochstapler wittert leichte Beute. Aber da gibt es noch andere Scharlatane, die ihm den Rang streitig machen wollen. Cagliostro, selbsternannter Graf aus Palermo. Er behauptet, den Stein der Weisen zu besitzen und Gold herstellen zu können. Er und seine Frau gelten als das durchtriebenste Intrigantenpaar des 18. Jahrhunderts. Als größter Scharlatan und größter Konkurrent Casanovas gilt Saint-Germain. Er gibt vor, über 300 Jahre alt zu sein und bei der Entdeckung Amerikas dabei gewesen zu sein. Er hätte die Fähigkeit, seine Kunden in die Zukunft blicken zu lassen. Casanova befürchtet harte Konkurrenz von beiden. Er muss sich etwas Exklusives einfallen lassen, um an das Vermögen der Gräfin zu kommen. Zumal Casanova die Millionen aus der Lotterie längst durchgebracht hat. Dazu braucht er eine außergewöhnliche Lügengeschichte und ein junges Mädchen. Das findet er an der Seite seines jüngeren Bruders Gaetano. Der ist mit seiner Geliebten aus Venedig geflohen und sucht plötzlich Hilfe bei ihm. Der Bruder hat es nur zum Priester gebracht und gilt in Casanovas Augen ein Leben lang als Versager. Gaetano ist mit Casanovas Annäherungsversuchen an seine Freundin Marcolina nicht einverstanden. Zu seinem Nachteil. Marcolina wird ihm als Muse dienen, bei einem außerordentlichen Ritual. Madame d'Urfé hat es sich in den Kopf gesetzt, als Mann wiedergeboren zu werden. Nur als Mann könne sie unsterblich werden. Casanova weiß Rat. Dreimal müsse sie mit ihm schlafen. Sie werde einen Sohn gebären, in dem ihre Seele weiterlebe. Ein junges Mädchen müsse als Mittlerin während des heiligen Aktes zugegen sein. Und um, so gibt Casanova später zu, ihm die nötige Erregung für das anstrengende Ritual zu verschaffen. Auf die Schwangerschaft wartet die 58-jährige d'Urfé vergeblich. Aber Casanova macht sich mit ihrem Vermögen davon. Als ich ging, nahm ich ihre Seele, ihr Herz, ihren Geist und was ihr noch an gesundem Menschenverstand geblieben war, mit mir. Er rechtfertigt sich später, man muss mit dem Betrug beginnen, um die Vernunft auf den Weg der Wahrheit zu bringen. Die Gräfin wartet weiter auf die Erfüllung von Casanovas Versprechen. Da erreicht sie der Brief eines seiner Gegenspieler. Casanova ist ein Zauberer, Verräter, Betrüger, Hochstapler. Der verbrecherischste aller Menschen. Casanovas Reputation ist zerstört. Ihm droht sogar die Ausweisung aus Frankreich. Casanovas Auf und Ab in seinem Leben war die Rastlosigkeit des Spielers, der an der Beschleunigung des Augenblicks sich immer neu erfindet. Mit dem ergaunerten Geld der d'Urfé setzt er sich nach London ab. Auch hier verkehrt Casanova in den Salons der feinen Gesellschaft und versteht es, sich als Dandy in Szene zu setzen. Hier trifft Casanova auf eine außergewöhnliche und gefährliche Frau, auf Marianne Charpillon. Sie ist eine vielbegehrte, käufliche Schönheit. Käuflich, nur zu angemessenem Preis. Und außerdem noch wählerisch. Seine Lust am Spiel der Verführung hat Casanova noch nicht verloren. Allerdings geht der Verführer jetzt schon auf die 40 zu. Sie wird seine Kunst der Verführung auf eine harte Probe stellen. Die Charpillon ist wie ein Spiegelbild Casanovas. Auch sie, perfekte Verführerin, raffiniert, gierig, intrigant.
Seine vielen Geschenke nimmt sie an. Unsummen seines Vermögens gibt er für sie aus. Sie lockt ihn mit Versprechungen, hält ihn aber immer wieder hin. Wahnhaft wird sein Wunsch, sie zu besitzen. Casanova ist außer sich. Noch nie hat ihn eine Frau so abgewiesen. Und noch nie in seinem Leben war er so verzweifelt. Aber er weiß sich zu rächen. Charpillon ist eine schlimmere Hure als ihre Mutter. Der sprechende Kakadu wird die Sensation für die Passanten auf dem Platz vor der Londoner Börse, wo Casanova ihn zum Verkauf anbietet. Noch Jahrzehnte später ist er von seinem Verhalten gegenüber der Charpillon entsetzt. Nie war er bei einer Frau gewalttätig geworden. Immer hatte sein Charme gesiegt. Was war passiert? War er zu alt geworden? In seiner Verzweiflung stand er sogar kurz davor, sich von einer Brücke in die Themse zu stürzen. Der große Verführer am Ende? Casanova und Selbstmord ist eigentlich eine unzulässige Paradoxie, weil man stellt sich eben nicht vor, dass jemand, der so psychotechnisch mit der Liebe umgeht, plötzlich an der Liebe verzweifelt, nicht? Und es wäre interessant, dem Gedanken nachzugehen, dass Casanova narzisstisch gekränkt war durch die Zurückweisung und aus diesem Grunde lebensüberdrüssig war und nicht aus existenzieller Verzweiflung schlechthin. Dabei hätte Casanova allen Grund, auch existenziell zu verzweifeln. Wegen Scheckfälschung will man ihn in London vor Gericht bringen. Die Todesstrafe droht. Wieder muss er auf die Reise gehen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Sein nächstes Ziel, Potsdam, die Sommerresidenz Friedrichs des Großen, Sanssouci. Hier hofft er, eine Anstellung zu finden, die ihn von seinen finanziellen Sorgen für immer befreien würde. Innerhalb von 3 Tagen gelingt es ihm, eine Audienz beim alten Fritz zu erhalten. Casanova erinnert sich. Es war die erste Unterredung, die ich mit einem König hatte. Es kam mir vor, wie wenn ich eine Szene in einer italienischen Komödie zu spielen hätte, wo der Schauspieler zu improvisieren hat und wenn er stecken bleibt, sofort ausgepfiffen wird. Ich legte also mein Gesicht in würdige Falten und antwortete dem stolzen Herrscher, ich könnte über die Theorie der Steuer sprechen. Als wir bei einem Rundtempel mit doppelter Säulenreihe angekommen waren, blieb er vor mir stehen, sah mich vom Kopf bis zu den Füßen an und sagte nach einigen Sekunden, »Wissen Sie, Sie sind ein sehr schöner Mann.« Friedrich der Große bietet ihm eine Stelle als Lehrer an. Aber welche Zumutung! Lehrer in einer Kadettenanstalt? Er, Casanova? Er wird sein Glück versuchen in anderen Hauptstädten Europas. Wird er es noch einmal schaffen, mit seinem Charme zu überzeugen? Sollte sein Stern wirklich im Sinken sein? Einmal noch läuft er auf zu seiner alten Form. Die Oper in Warschau. Casanova ist dort auf persönliche Einladung des polnischen Königs. Beim Besuch einer Premiere gibt es Streit um die Primadonna, eine ehemalige Geliebte Casanovas. Ein Graf, ihr jetziger Verehrer, fühlt sich beleidigt von Casanova. Er fordert ihn zum Duell. Casanova hat keine Angst. Er sieht darin eine Chance. Von einem Grafen zum Duell herausgefordert zu werden, bedeutet, von ihm als ebenbürtig anerkannt zu werden. Dafür setzt er sein Leben aufs Spiel. Giacomo Casanova, der Schauspielersohn aus Venedig, könnte sich dann als Adliger fühlen. Der Graf ist schwer verwundet, aber er erweist sich als Ehrenmann. Er bittet Casanova zu fliehen. Das Duellieren ist verboten in Polen. Er müsse mit seiner Ausweisung durch den polnischen König oder, schlimmer noch, mit der Rache seiner Verwandten rechnen. Der Graf überlebt und Casanova flieht aus Polen.
Ich rief mir meine Leiden und Freuden in Erinnerung. Ich fand, dass ich jedes meiner Missgeschicke selbst verschuldet, jede Gunst des Schicksals missbraucht hatte. Ob glücklich oder unglücklich, das Leben ist der einzige Schatz, den der Mensch besitzt. Und wer es nicht liebt, ist seiner nicht wert. Noch 20 Jahre lang reist Casanova kreuz und quer durch Europa. Er versucht sich als Theaterdirektor, Autor, Verleger und auch zeitweise als Spion im Auftrag der Inquisition seiner Heimatstadt Venedig. Casanovas letzte Station: Schloss Dux in Böhmen im heutigen Tschechien. Im Alter von 60 Jahren findet er endlich eine feste Anstellung als Bibliothekar im Hause des Grafen Waldstein. Ungeliebt von den Bediensteten, die in Casanova einen eitlen Schmarotzer sehen, ein Überbleibsel aus vergangener Zeit, versieht er hier 13 Jahre lang seinen Dienst. Alles hat er verloren: Reichtum, Charme, die Anerkennung junger Frauen. Was ist ihm im Alter geblieben? Die Erinnerung durch das Wort, beim Schreiben der Geschichte meines Lebens. Diese Erinnerungen sind das einzige Heilmittel, das mir zu Gebote stand, um nicht verrückt zu werden oder vor Kummer zu sterben. Casanova ist nicht der Chronist seines Lebens, wenn er die Memoiren schreibt, sondern er entwickelt ein groß angelegtes Panorama der Gesellschaft seiner Zeit, um sich in dieser Öffentlichkeit nochmals wiederzufinden. Casanovas Geheimnis? Bei den vielen Rollen, die er im Laufe seines Lebens gespielt hat, bei sich geblieben und doch einfühlsam gewesen zu sein. So hat er uns die Hoffnung gegeben, Liebe und Freiheit vereinen zu können. Er stirbt 1798 im Alter von 73 Jahren und wird auf dem Friedhof von Dux begraben. Seine Grabstelle gerät in Vergessenheit. Aber die Erinnerung an ihn bleibt. An den geliebten Verführer, den Lebenskünstler, den Glückssucher, den genialsten Chronisten einer Epoche im Untergang. Seiner Zeit voraus mit seinem Vermächtnis. Das Dasein ist köstlich. Man muss nur den Mut haben, sein eigenes Leben zu führen.